Wenn du abnehmen willst, habe ich einen überraschenden Tipp für dich. Bitte nicht joggen. Das klingt vielleicht widersprüchlich, aber es gibt gute Gründe, warum Joggen nicht die beste Methode zur Gewichtsabnahme sein könnte. In diesem Video erkläre ich dir, warum das so ist und welche Alternativen viel effektiver sind, um deinen Stoffwechsel dauerhaft zu beschleunigen, um deutlich schneller Fett zu verbrennen, solltest du auch unbedingt unsere speziellen Stoffwechselsuppen ausprobieren. Die Rezepte dafür findest du kostenfrei in der Videobeschreibung. Joggen ist eine beliebte Form der körperlichen Betätigung und es hat sicherlich seine Vorteile. Allerdings kann es für manche Menschen, insbesondere für Anfänger oder solche mit Gelenkproblemen, nicht die beste Wahl sein. Beim Joggen können die Gelenke stark belastet werden, was zu Verletzungen und Schmerzen führen kann. Außerdem kann es schwierig sein, die nötige Intensität und Dauer beizubehalten, um wirklich Kalorien zu verbrennen und Gewicht zu verlieren. Eine viel effektivere Methode zur Gewichtsabnahme ist das Schwimmen. Schwimmen ist ein Ganzkörpertraining, das alle großen Muskelgruppen beansprucht, ohne die Gelenke zu belasten. Der Auftrieb des Wassers entlastet die Gelenke und ermöglicht ein intensives Training mit geringem Verletzungsrisiko. Schwimmen verbessert auch die Ausdauer und stärkt das Herz-Kreislauf-System. Ein Beispiel für ein Schwimmtraining könnte so aussehen: Beginne mit einem lockeren Einschwimmen für 5 bis 10 Minuten, um deine Muskeln aufzuwärmen. Danach wechsle zwischen intensiven Schwimmphasen und ruhigeren Erholungsphasen. Du könntest zum Beispiel 4 Bahnen in einem schnellen Tempo schwimmen, gefolgt von 2 Bahnen in einem langsamen Tempo zur Erholung. Wiederhole diesen Zyklus 8 bis 10 Mal. Ein solches Training dauert etwa 40 Minuten und ist äußerst effektiv. Eine andere großartige Alternative ist das Krafttraining. Viele Menschen unterschätzen den Wert von Krafttraining beim Abnehmen. Muskelgewebe verbrennt mehr Kalorien als Fettgewebe. Selbst im Ruhezustand. Durch den Aufbau von Muskelmasse kannst du deinen Grundumsatz erhöhen und mehr Kalorien verbrennen, auch wenn du nicht aktiv trainierst. Um mit dem Krafttraining zu beginnen, brauchst du nicht unbedingt ein Fitnessstudio. Es gibt viele Übungen, die du zu Hause mit minimaler Ausrüstung machen kannst. Kniebeugen, Liegestütze, Planks und Ausfallschritte sind nur einige Beispiele für effektive Übungen, die mehrere Muskelgruppen ansprechen. Ziel ist es, mindestens 2 bis 3 Mal pro Woche Krafttrainingseinheiten in deinen Trainingsplan zu integrieren. Neben Schwimmen und Krafttraining sind auch Aktivitäten wie Radfahren, Tanzen oder Wandern hervorragende Alternativen zum Joggen. Diese Sportarten sind gelenkschonender und können genauso effektiv sein, wenn es darum geht, Kalorien zu verbrennen und Gewicht zu verlieren. Vergiss auch nicht, deinen Stoffwechsel und deine Fettverbrennung mit speziellen Stoffwechselsuppen dauerhaft zu beschleunigen. Die Rezepte dafür findest du in der Videobeschreibung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere gerne unseren Kanal und gib dem Video einen Daumen nach oben, um mehr inspirierende und informative Inhalte zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen.